Hi und willkommen zu einer weiteren Episode von Fes. Wir sind hier an dieser Stelle am Wasserfall in einen neuen Raum gebogen und schaut mal, was wir haben. Ordentlich Loot, will ich mal sagen. Aha, interessant. Noch ein Würfel. Aha, da bin ich gerade in den Tod gestürzt. Und na, was ist? Oh, sieh nur, ein kleines Tor. Kleine Tore können dich zum nächsten Zeithausetor teleportieren, aber sie funktionieren in eine Richtung. Wieso? Wieso musst du das eigentlich jedes Mal sagen? Und vor allem, was soll dieses Geheimnis hier sein? Kann es sein, dass sich der Raum unendlich oft wiederholt? Ist ja auch egal. Wir haben hier erst einmal alles eingesammelt. Und schauen wir mal, wo wir landen. Bestimmt wieder beim Haupttor, wie ich mich kenne. Wusste ich doch. Ah ja, da waren wir jetzt. Und mal sehen. Hinter dem Wasserfall war ja auch noch ein Raum. Aber da komme ich natürlich nicht hin. Willkommen zurück in der Gruselmine. Wir sind wieder hier mit der nervigen Bombenmechanik und ich springe zu dem Zeitpunkt, wo ich es schaffe. Na komm. Na endlich. Ich dachte schon, er braucht noch länger. Ah ja, ich erinnere mich. Das war ja die Passage hier. Und ja, das wäre dann alles. Mal sehen. Wo war hier denn noch einmal? Okay, jetzt wo der Raum erledigt ist, gehen wir halt in den nächsten. Oh, und was sehe ich da? Eine Truhe. Aha. Und wie soll ich jetzt... So, da muss man erstmal drauf kommen. Und ich wette, danach hat sich's dann. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn man hier etwas... Ah, jetzt habe ich wieder einen Würfel. Nummer 22. Und damit nähern wir uns mit großen Schritten endlich der 32-Würfel-Marke. Und damit rauf auf die Stufen. Aha. Da muss man erstmal drauf kommen. Geschickt gemacht vom Spiel. Auch wenn das in Anführungszeichen nur ein 2D-Jump-Run ist. Kann man jedoch schon einiges an Herausforderungen erleben. Und was befindet sich? Ein Schlüssel. All diese Herausforderung und Mühe für einen Schlüssel. Okay, damit hätten wir den Weg abgeschlossen. Und hier die drei Räume bleiben uns wahrscheinlich auf ewig verschlossen. Beziehungsweise mir. Ihr könnt die Sache ja hinter euch lassen, indem ihr abschaltet. Was ich natürlich nicht hoffe. Nichts ungut.
Na dann, müssen wir halt wieder ins Gruselgebiet. Und in den Raum der tausend Türen. Ich hoffe mal, meine Schatzkarten, die ich gefunden habe, helfen mir weiter. Ansonsten würde ich sagen, habe ich keine Ahnung, was die von mir wollen. Mal sehen. Landen wir jetzt im richtigen Raum? Ja. Das tun wir. Da ist auch einer. Interessant. Und hier auf dem Baum ist noch einer. Jetzt ist es aber genug. Und da hinten sehe ich noch eine Truhe. Und da haben wir jetzt erst einmal alles geschafft. Ich wette, das ist hier der Raum, den man irgendwie mit der Eule erreicht. Und warum ist das jetzt so nah rangezoomt? Na, ist ja egal. Nö, die Schatztruhe ist offen. Wie auch immer, damit möchte ich mal sagen, ich habe einige Räume jetzt erforscht und ja, nicht wirklich etwas erreicht. Wie auch immer, beenden wir jetzt an dieser Stelle erst einmal und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, was ihr gesehen habt. Lasst mir doch ein Like da, wenn dem so war. Über ein Abo würde ich mich auch freuen, ebenso wie ich mich über euer Feedback freuen würde. Bis dahin und tschüss.